Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Mit Devil Dynasty, das Spiel, das hält mich gefangen, das lässt mich nicht wieder los. Ich habe den meisten Teil, ich gebe da rein, es regnet. Ich habe den meisten Teil des letzten Tages dazu verwendet, mal Werkzeuge herzustellen. Aber ich glaube, da fehlen mir noch ein paar. Ich habe die noch fehlenden Sachen zusammengetragen. Ich habe uns ein kleines Häuschen noch gebaut für unsere neuen Mitbewohner. Ah, das ist das Wetter. Ich mag es gar nicht. Dann habe ich mal es gewagt, mal die ganzen Kisten leer zu räumen. Das war eine ganz schöne Rennerei. Weil schließlich haben wir eine Zeit lang ohne Lagerkapazität gelebt. Da hat sich so einiges im Lager der einzelnen Häuser oder Städten angesammelt. Ja, und jetzt brauche ich noch 33 Steine. Dann sollte das letzte Haus, was uns erstmal im Moment noch fehlt, auch freigeschalten sein oder fertig sein. Ja, ja, das ist Häusle bauen. Man möchte meinen, es wird langsam zur Routine. Aber es ist ja trotzdem hin und her rennen und sammeln und, naja, ihr wisst ja. Mal schauen, ob unser Mendelnäher hier zur Arbeit geht. Wenn ja, kriegt er ein Geschenk. Wenn nicht, dann behalten wir es selber. Habe ich so kurzerhand beschlossen. Und da hinten rennt er nämlich wieder rum. Seht ihr? Da quatscht bestimmt wieder mit den anderen Weibsen. Der ist nur am Quatschen. Und da will man ihm irgendwas schenken. Ja, man weiß gar nicht was. Vielleicht gibt es eine Esel-Holzfigur oder sowas. So für fauler Esel, obwohl Eselchen ist ja eigentlich ein ganz flinker Kerl. Morgen. So, haben wir jetzt genug Steine? Da liegt noch einer. Mal gucken. 15 erst. Ja, da muss ich den Rest halt aus dem Lager nehmen. Ich dachte, ich kann unterwegs hier mal ein bisschen für Ordnung sorgen. 17, wir kriegen sie nicht zusammen, oder? Wenn ich mich nicht verzählt habe, ist unser Häuslein dann auch gleich fertig. Ja, ich habe es passend zu den Legern hier oben gepackt. Jetzt haben wir einen Stein zu viel. Zack. Da ist so die Ansicht da hinten, ob das so nicht so. Jemand kann aufpassen auf die Lager. Da. Gut. Jetzt kommt es drauf an. 9. Ach, ich hoffe, wir brauchen es nicht mehr als 5. 4. Zack. Haus ist fertig. Komm, wir benennen es gleich mal. Verwaltung. Einfaches Haus. Bewohner zu, weil wir haben nämlich einen Bewohner zu viel. Ja. Bratislava, die ist nämlich schon ganz stinkig. Naja, die erholt sich wieder, wenn die sieht, wie schön sie alles hat. Bratislava, Fertigkeiten als Landwirt. Warum ist die Landwirt, wenn die dann. Das macht mich jetzt ein bisschen irre. Bratislava, müssen wir direkt mal schauen. Nach Name. Bratislava, Landwirt. Warum bist denn du bei den Landwirten eingeteilt? Ist doch gar nicht deins. Ach, Feldschuppen, weil du Feldschuppen bist. Ah. Ja. Ich weiß nicht, zufrieden bist du damit ja sicherlich nicht. Aber was anderes habe ich jetzt hier oben gerade nicht. Und oben am Feldschuppen in der Plantage wirst du ja gebraucht. Fischen willst du nicht? Holzfäller? Dann gehst du mit zu der Holzfäller. Genau. Dobimir freut sich auf dich. Ganz bestimmt. So. Gut, das wäre erledigt.
Haus steht. Ah ja, alles Weitere dann nachfolgen kommt wenigstens mal noch, ja. Möchtest du einen Fußweg haben? Ja, ne? Ich würde sagen, lass uns mal hier anfangen. Ja. Da das Lager da hinten eh nicht belegt ist, würde ich sagen, ist das jetzt gar nicht mal so verkehrt. Das wird langsam hier richtig voll. Aber richtig. Und dann lass uns wenigstens mal Bretterzaune her zimmern. Auf die bin ich gespannt, aber 1500, da bin ich noch ein bisschen geizig. Ein einfacher Lattenzaun reicht. Mehr haben die anderen auch bloß nicht. Ja, abschauen. So. Nur erstmal, damit wir hier sehen, wo die Reise lang geht. Naja. Ich muschle hier mit den Brettern rum. Unglaublich. Du hast zwar deinen Weg zum Lager, aber du darfst dein eigenes haben. So, pass auf. Zack. Da. Mal hier ein Schleichweg zum Lager. Ist das nicht was? Da. Es kommt immer die Frage, wie immer, passt hier noch ein Baum hin? Wir schauen mal gemeinsam. Ja, und dann geht's ja weiter. Die Quest. Gucken wir mal da. Nein. Da. Da. Da und da. Hörst du mal auf hier? Ein Baum reicht? Schließlich und letztendlich ist das ja unsere Plantagenallee. Seht ihr? Schon hat die Straße Namen. Da. Bäume liefrig, wenn ich mal wieder eine Handvoll frei habe. Muss jetzt nicht sein. So, wir haben natürlich die Taschen jetzt hier gerammelte voll. Irgendwie habe ich halt wieder krumme Finger bei den Tasten. Du sollst die Hacke weglegen. Nimm den Bogen, der ist nicht so schwer. Gut, also, das ist erledigt. Ja. Schön. Aber ich muss aufpassen, ich brauche hier in der Mitte den Platz für die Mühle. Und ich hoffe ja, hier ist irgendwo noch ein Plätzchen, wo ich den auch hinstellen kann. Nicht, dass es heißt, ist zu steil. Naja, haben wir noch eine Lagerstadt. Was ich natürlich nicht verbauen darf, ist der Blick nach oben. Ach, das sieht so herrlich aus. Ja, was soll's. So, was haben wir denn noch vor? Und apropos, zwischendurch kam nochmal ein Level-Up für die Fertigkeitspunkte. Ich weiß immer noch nicht, für was so richtig. Wilde Jagd, schnelles Reiten. Ja. Noch schneller reiten und dann bin ich eine Verkehrssünde. Mehr auf Plantagen ernten. Da ich nicht selber ernte, ist das jetzt nicht so wichtig. Erfahrener Reiter. Ausdauerverlust bei Reittieren. Was? Ich klebe hier mal einen Punkt rein. Und bei Technologie. Aha, es hat Plumps gemacht. Und zwar die Bauhütte. Wir sind bei der Bauhütte. Keine Ahnung. Wir sind angekommen. Eindeutig zu viel Zäune und Sachen gebaut. Ja, wir haben jetzt zwei Sachen, die wir bauen müssen noch. Oder sollten. Wo ich noch nicht weiß, wo wir sie hinbauen, wann wir sie bauen. Und zwar den Marktstand. Da weiß ich noch nicht mal, wie er aussieht. Und die Bauhütte. Und die Bauhütte,
ein Dienstleistungsgebäude. Arbeiten, die hier beschäftigt sind, reparieren ausgewählte Gebäude. Die reparieren sozusagen nur. Mal gucken, wie sich das gestaltet. Ich dachte, die helfen mir beim Bauen. Ja, mal schauen. Gut. Die zwei Sachen merken wir uns mal. Ich hoffe, ich vergesse sie nicht wieder. Weil als nächstes haben wir nämlich jetzt noch auf dem Plan. Hier ist er. Und? Hast du viel gequasselt, mein Freund? Du siehst aus, als könntest du etwas Wasser vertragen. Du bist der Beste, ist schon klar. Guck mal, ein bisschen Romantik. Hab eine Kleinigkeit. Ah, Gummiharz möchte er. Ja. Vielen Dank. Na, so bin ich halt. Nicht so wichtig. Komm, wir gehen mal lieber wieder. Überall, egal in welchem Haus du vorbeikommst, überall hörst du kleine Kinder lachen. Hoi. Hast du drinnen nichts mehr zu essen? Ich würde die Pilze nicht essen, die sind bäh. Na gut. Auf. Wir haben ja noch eine Kleinigkeit vor. Also, die Häuser sind soweit belegt. Das ist jetzt nicht so tragisch. Das können wir schon mal zumachen. Oh, guck mal, wie viele Gebäude. 19 Häuser haben wir jetzt schon gebaut. In der Gewinnung. Der Brunnen hat keine Mitarbeiter, das ist klar. Und Holzschuppen braucht Werkzeug. Äxte. Okay. Gebt mal einen Auftrag. Obwohl, ich habe welche einstecken. Jagdgebäude, Fischerhütte, kein Material. Okay, Material, Material. Der Rest hat Werkzeug. Was hat's Lager? Materiallager 2 ist kaputt. Ach, das ist unten das. Ja, stimmt, da ist mir, wo es mich erschlagen hat, ja, ein Baum umgefallen. Da ist, glaube ich, auch aufs Haus gefallen. Ja, wenn wir da vorbeikommen. Wenn wir vorbeikommen. Also, wir brauchen eigentlich nur einen Holzschuppen, ein paar Äxte. Das würde ich mal noch angehen. Komm so. Beziehungsweise, das können die doch selber herstellen. Die sind doch schon groß. So, Holzschuppen. Produktion, da. Schmiede. Kein Material. Emma hat sie genug. Kupferaxt. Pass mal auf. Bronzebarren kannst du mal weniger machen. Steinäxte. Na gut, ich habe jetzt die ganzen Steine geklaut. Dann mach mal lieber ein paar Kupferäxte, die halten länger. Steinmesser brauchen wir im Moment nicht und Steinspitzhacken. Ich glaube, da hat man auch genug auf Lager. Okay. Dann sollte sich das ja auflösen. So. Gut, und der Feldschuppen? Was hatte denn der? Action, Sichel und Sense. Also wir brauchen Sicheln und Sensen. Steinsicheln, Sensen und die Näherei. Stimmt ja, wir haben die Näherei ja wieder belegt. Und die kann Leinengarn, Trinkschläuche. Komm, da haben wir erstmal genug. Verbrutzelt uns unser ganzes Leder, Stiefel, Sattel. Leder und Leingewebe. Ach, die halten länger, ne? Pass mal auf. Du kannst mal jeden Tag einen herstellen und Rest, wie gehabt, einfache Section, damit die arbeiten können. Prima. Es ist Mittag und es sieht aus wie Nacht draußen. Seht ihr das? Bah, das Wetter gefällt mir so gar nicht mehr. Und ich wollte doch noch mal kurz aufs Feld hüpfen. Noch mal schauen, wie gut die Felder sind. Und was essen. Ganz wichtig, ganz wichtig, ganz wichtig. So, passt mal auf. Apfelsaft. Wo ist denn der her?
Zack, haben wir getrunken, ist egal. Fladenbrot mit Zwiebeln genehmige ich mir mal. Kann ja nicht sein, dass immer nur die anderen. Fliegenpilz, 100% Vergiftung. Ja. Löwenzahn, nur Gesundheit, das passt alles. Ich wollte nochmal auf die Felder hochlinsen, ob die so weit durch sind. Und dann können wir eigentlich sofort losreiten. Guck mal, unser Schwarzer. Der fühlt sich hier wohl. Ah, das gefällt mir. Ja. Und noch eine Lust auf eine Handvoll Landwirtschaft. Er steht da hinten, beschwert sich bestimmt wieder über seine Rückenschmerzen, wie ich ihn kenne. Ja, wir haben doch eine Bronzesense. Das geht doch schnell. Der Arme, den ganzen Tag hier gebückt. Da kriegen wir vielleicht noch ein paar Pünktchen. Gleich ich nicht weiß für was. Auch dann haben wir das weg. Zack. Ja. If you'd like me to finish the job you assigned, I'd need a proper tool. Ja, guck, da, zack. Mach eine Pause für heute. Material ist angelegt. Los, komm. Mach dich nach Hause. Oder geh hoch zu die Kühe. Ey, das Wetter ist irgendwie... Gefällt mir so gar nicht. Denn wir haben Herbst, aber trotzdem, es gefällt mir nicht. Ah. Die leuchten unten auch wie so eine kunterbunte LED-Anzeige. Oh. Aha. Hier ist so viel Spaß. Ich bin der Sensenmann. Die Sensenfrau. Nee. Okay, nein. Komm, lass mal Mama und Kind alleine. Das wären alles unsere neuen Mitbewohner. Aber wenn die alle dann erwachsen sind oder alle eigene Häuser brauchen. Was hast du denn noch? Lass uns mal das Haferkorn noch rauspacken. Nicht, dass wir das noch ewig rumschreiben. Die Hopfensetzlinge. Hey, du darfst sie behalten derweil. Sonst vergesse ich die wieder. So, Bronzesense. Rüber. Bronzeschaufel war für die Quest. Bronzehacke. Die Äxte sind zum Verkauf. Apfelwein zum Trinken. Was sonst irgendwas? Fliegenpilz, Gänseblümchen. Hafer kann rüber. Haferkorn ebenso. Ich möchte damit jetzt nicht. So, Steinchen kann weg. Die 14 Säckchen sind auch für die Quest. Weinflasche kann weg. So, dann dürfen wir jetzt ja nur noch ein paar Stöckchen haben. Essen habe ich noch. Fliegenpilz, den können wir doch hier vergammeln lassen, oder? Ein Pilz, der Fliegenpilz. Sieht so schön aus, nur keiner will's. Gut. Dann Quest. Wir müssen nach zu Gotha. Wo ist denn die? In Piastovia. Okay, das ist in Ordnung. Dann wissen wir, Wölfe, die kriegen wir unterwegs erledigt. Bestimmt finden wir irgendwo welche. Dein Ernst. Jag Dachse und sammle Fett ein. Dann bring es zu Slavonia. Abliefern an Slavonia Dachsfett dreimal. Also drei Dachse nehme ich mal an. Und dann... Okay, dann müssen wir eh wieder zu uns. Also Dachse jagen... Haben wir hier sonst noch irgendwas? Nee, ne? Gut. Dann lasst uns einfach mal losziehen. Dachse jagen. Hast du Lust, Wilma? Hast du. Okay.
Wir schauen, wo es Dachse gibt. D wie Dachs. Da. Wir hatten doch bei uns welche gehabt, oder? Gleich hier oben. Aber bei dem trüben Wetter. Dachs war hier oben. Setz mal einen Marker hin. Weißt du was, du kannst ja hier bleiben. Ich gehe alleine Dachse jagen. Bei dem schlechten Wetter jagt man keinen toten Hund auf der Straße. Mit einem Bogen in der Hand, Mädel. Ja, die Taschen voll, aber... Leichen habe ich noch nicht rausgekriegt. Seht ihr schon den Dachs? Ah, guckt. Wäre einer. Eine Pfeile? Was? Ja, das geht doch gar nicht. Das wäre unser Tod gewesen. Okay. So, na dann. Schlecht. Ich will sie auch nicht verjagen. Gib mal auf. Ich kann mich noch an die letzte Dachsjagd erinnern. War sehr... Schneller durchatmen, komm los. So. Ein haben wir. Lass mich raten, erforderlich Messer. Ich krieg's immer irgendwie hin, dass ich ohne Messer losziehe. Dann habe ich nicht zuletzt gesagt, ich sollte mir doch immer mal ein Eisenmesser einstecken oder sowas oder ein Bronzemesser, Kupfermesser, irgendwas in der Form. Und ich vergesse es immer wieder. Einstöckchen. Kann doch nicht die Norm sein. Da. Zack, Messer, los. Wir brauchen nur Dachsfett. Wir haben doch schon mal Dachse erledigt. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir da Dachsfett gekriegt haben. Bestimmt das nur für die Quest, oder? Ah, ja. Ja. Fehlen noch zwei. Sagt die Karte. Die Karten nicht fokussieren, dort wo wir sind. In die Richtung. Wer einen Dachs sieht, schreit ganz laut hier. Geradeaus. Die Ausdauer geht mal so weit runter. Bei unserem Zauberblick. Die schreit auch immer so schnell. Irgendwie ein bisschen mehr Ausdauerskillen wäre schon gar nicht so verkehrt. Also laut Karte sollen ja noch Dachse sein. Ich sehe aber keine. Jetzt rennst du wieder ewig rum wegen den blöden Dachsen. Das ist... Kann nicht sein, dass es nur einen Dachs gab, oder?
Ich sehe ja keine Dachse. Wie ich immer Lust auf das Jagen habe für den Tieren. Wenn man sie sieht, ist ja in Ordnung. Aber das ewige Gesuche und dann noch so ein trübes Wetter dazu. Da ist noch einer. Nimm mal deine Ausdauer. Aha. So knuffig. Aber wir haben keine Zeit für euch. Wetter ist auch viel zu schlecht. So, damit sind die Dachse hier natürlich erlegt. Mehr gibt's hier nicht. So, wo wären denn die nächsten? Auch viel hier hinten. Ansonsten hier unten. Ich mal mich in die Richtung bewegen. Ah, da sind Füchse und Wildschweine. Naja. Da lang. Naja. Dann wird das ein Abenteuer. Komm, wir gehen mal ein Stück zu Fuß. Pass nur auf, hier gibt's wilde Tiere. Überladen bist du nämlich auch. Ja, hat mich schon mal ein wilder Bär angefallen. Komm, trink mal einen Schluck. Du sollst trinken. Nicht am Felsen lutschen. Trinken. Ah. Das habe ich nicht mehr da einstecken, was so schwer ist. Irgendwie. Geld kann es nicht sein. Pelze. Da ich... Marke doch schon wieder am letzten Limit. Fleisch. Ja, für die Tiere. Nur noch zu schwer. Ach du, blöde Bronzeschaufel. Ich kann auch nicht die ganze Zeit mit Pferd hier rumreisen. Na komm. Pass nur auf, wenn du wildes Tier hörst. Hast du Dachs gesehen? Einer reicht mir. Naja, muss nicht mit mir reden. Wart mal ab. Du kommst als nächstes an und willst Brennholz haben. Hab's gehört. Ich bin schneller als du. Einem Schuss, und jetzt ist es doch, geht er nicht mit rechten Dingen zu. Und nein, falls die Vermutung aufkommt, bei den Tieren ist nichts verstellt. Außer, dass sie bei mir ja besonders wahnsinnig zu sein scheinen. Hey, das ist doch... Pferdchen, guck mal, ob du herkommen kannst. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Was? Das ist weg. Und hat mein... Ja, findest du auch nicht gut, oder? Hat einfach mein Pfeil mitgenommen. Da ist der Pfeil hat wenigstens da gelassen. Arme Tiere, ich will sie doch gar nicht jagen. Pass mal auf. Du hast noch 2 Kilo. Naja, das bringt aber auch alles nicht. Naja, komm, fertig, los. Wir wollen ja eigentlich Dachse jagen.
Wildschweine haben uns aufgeknüpft, aber Dachse finden wir nicht. Hier soll irgendwo Dachse rumrennen. Einer reicht, bitte. Ah. Nächste Wildschwein. Ey, was ist denn hier für eine Seuche? Er ist noch gebraucht. Ja, die, ich glaube, ich brauche dich wirklich gleich. Herstellen, Messer. Oh, die Stecke. Gib auf. Ja, toll, ich will Dachse. Er hat gesagt, Dachsfett und kein Schweinefett. Ist er hier wie? Schlachthaus. Kein Wunder. Jagd Dachse und dann bist du überladen und dann greifen dich als nächstes Wölfe an. Ich kann mit dem ganzen Zeug gerade nichts anfangen. Ich brauch's nicht. Also echt, manchmal ist das so nervig. Weil jetzt, wo ich die Ausdauer eigentlich bräuchte, habe ich die Taschen voll. Die Wildschweine haben jetzt genug. Ich habe den Dachs wieder verloren. Den einen. Mann, komm, Ausdauer tick hoch. Ah. Also ich muss mir wirklich angewöhnen, Ausdauertränke mitzunehmen. Die ist so schnell am Eimer. Das ist nicht mal ein Dachs, das ist ein Fuchs. Bist du jetzt ein blöder Fuchs? Wo bist du denn jetzt hingerannt? Ja, also das mit der Jagd. Wisst ihr was? Ich habe die Nase voll davon. Bringt aber Opus alles nicht. Komischerweise die Schweine kriege ich mit einem Schuss hin und für so einen Dachs braucht er immer ewig. Mich fast nicht mehr bewegen, Erdi. Ich weiß. Und du sollst wieder tragen, ne? So, das haben wir erledigt. Ab hierher. Was ist ein Bier? Egal, los, komm. Querfett ein. Ja, Freunde, seht ihr das? Das ist mein Leben. Aber komischerweise immer, wenn ich Tiere jagen will, habe ich dann die Taschen so schnell voll,
Ja, ich dachte, du kennst den Weg. Langsam. So, los, ab. Jetzt den Quatsch mal wieder loswerden hier. Ständig überladen. Gut, ich hätte die Setzlinge ja bei Wilma aus dem Gepäck nehmen können. Aber ich vergesse die sonst. Und eine schöne Obstplantage. Wer würde die schon liebend gerne vergessen, oder? Na komm, wir reiten mal schnell in die Stadt. So. Schalt das doch mal weg. Ah, los, komm. Sind ja nur noch ein paar Meter. Und glaubt ihr das? Auf halbem Wege wollten uns hier wirklich noch ein paar Füchse anfressen. Das ist echt eine Sauerei. Ja. Stopp! Stopp! Nicht weglaufen! Ihr seid in der Kneipe. Ja, ich habe hier was für dich, was ich unbedingt loswerden möchte. 2 Stück. Ja, dann lacht er mich auch noch aus. Ja, wann habe ich irgendwas für dich? Tagebuch. Grabräufer. Bronze, das habe ich. Abliefern an Zagoda und Wölfe unter uns haben wir noch gar nicht. Kannst mir helfen? Du musst viel Geld haben. Hast du nicht? Willst du vielleicht ein bisschen Fleisch haben? Wetter. Good luck. Okay. Ja. Nein. Gute Mila. Du hast, die hat auch kein Geld mehr einstecken. Tegoda, hier, guck mal da. Hat jemand eine Schaufel, ein Säckchen bestellt? Jawohl, das wäre dann wohl ich. Vielen Dank, hier deine Bezahlung. Kein Problem, gut, dass du kein Mörder bist. Ah, das hat man auch schon. Usimir, hast du noch Taschengeld einstecken? Jawohl. Da, guck mal da. Super. Ich möchte ja nur, dass ich los bin. Only the best products. Good luck. Echt bis auf den letzten Zähler runter, weil Licht anmachen. Geht ja gar nichts. Julibor, du hast nichts. Markuslav. Du hast auch noch ein bisschen. Guck mal, ich hätte da eine Portion Fleisch für dich. Bestimmt was ganz Leckeres. Und Werkzeuge nicht. Aber da. Hab ich denn jetzt das Weizenkorn her? Hab ich nicht vor uns alles ausgepackt? Ich schnipp von dir. Super. Du bist da auch pleite. Have a nice day. My favorite times of the year are the parties between seasons. Hab's denn nicht noch irgendjemanden von denen, die auch Geld haben? Womit kann ich dir helfen? Ich bin im Auftrag von Herrn aus Gauki hier. Deine Frau ist krank. Ach, das ist die. Das hätte ich jetzt völlig verpasst. Oh, die arme Rona. Ich wette, ihr tun wieder die Knie weh. Ich glaube, ich sollte noch etwas Salbe übrig. Dieses Mal ist es viel ernster. Ein glühendes Fieber. Herm hat mich gebeten, Dachsfett für ein Heilmittel mitzusammeln. Okay. Dann sollten wir schnell handeln. Situationen wie diese können sehr zeitkritisch sein. Ich habe dieses Heilmittel erst ein paar Mal zubereitet, aber ich erinnere mich an das Rezept. Gib mir einen Moment, um mich zu konzentrieren. So, das sollte genügen. Hoffe ich zumindest. Dachsfett klingt nach einem Fehler, aber wir werden sehen. Super.
haben wir alle Händler hier und keiner möchte mehr Geld ausgeben. Mal, Bardim, du hast nur noch Taschengeld, oder? Ich hab ganz dringend. Wir können auch tauschen, ich kaufe mir auch gleich einen Apfel, okay? Ich möchte unbedingt mal meine Taschen leer bekommen. Leder, hier, alles für dich. Kannst du deine Stühle neu beziehen? Weizenkorn. Keine Ahnung, wo ich das Zeug mal einsammle. So, wir sind alles los. Untertasche, das passt alles. Okay. Super. Und hier haben wir ja noch die drei Bronze-Äxte. Die waren noch übrig. Hat er genommen. Fackeln behalten wir. Section auch. My wares never disappoint. Goodbye. Neues Level, Diplomatie. Na super. Ey, das ist ja eine Qual. Ist Dax dein Ernst? Bringt das Heilmittel zu Herrn? Wölfe unter uns. Ansonsten, bevor wir hier wieder abdampfen, wir müssen nach Skauki. Ja, ja. Was für ein Elend. Komm, lasst uns einen Nachtexpress nehmen. Bim, bim. Herrchen, wo bist denn du? Du warst aber auch schon mal schneller. Ich bin das beeilend. Die Leute sehen alle nichts mehr. Ja. Mal da. Da. Da los. Essen wir mal noch was. Ladenbrot mit Zwiebeln. Komm. Wir sind eh unterwegs, müssen nicht selber fahren. Da können wir ruhig was trinken. Hallo, oi, 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 guck mal. Ich brauche eine Mitfahrgelegenheit. Taxi. How is life treating you? Ich muss unbedingt nach Skauki. Das ist ein Wort, das kriegst du sogar betrunken raus. Dann mal los. So, jetzt sind wir hier. Es ist Nacht. So spät noch die Glocken. Gut, dann. Mal schauen, ob man hier irgendwo. Oh, bin ich aber noch betrunken? Hilfe! Darf ich mal bitte durch? Eieiei, voll die Schlagseite. Ja, so ein Krankenhaus wäre so verkehrt, aber nicht. Da, da. 17 Meter. Hier, ich kann deine Frau retten. Darf ich bei euch schlafen? Ich roll mich auch am Fußende zusammen. Hey, ihr zwei. Herm, guck mal. Ich habe mich extra beeilt. So, ich habe es ihm, gib ihm Sedovins Heilmittel, gib ihm Slovenias Heilmittel. Nee, komm, die kennt sich damit selber aus. Ja, tausendfach danke, ich werde dich noch angemessen belohnen, aber nicht jetzt, ich muss mich um meine Frau kümmern. Komm später wieder, ich hoffe bis dahin fühlt sie sich besser. Keine Sorge, hilf ihr einfach. Warte auf die nächste Jahreszeit. Wie ich es liebe, nun bin ich hier im Niemandsland. Hab nichts zu tun, bin unbekannt. Ah. Naja, dann Heimreise. War ja ein kurzes Vergnügen.
Von das bisschen, was der mir bezahlt, macht bestimmt keinen toten Frosch glücklich. Ja. People often ask me how it is to live here. Er hat oft gefragt, wie es ist, hier zu leben. Gut, schlecht, ich glaube, es ist keine Frage von gut oder schlecht. Wenn ich sagen sollte, was mir im Leben am wichtigsten ist, würde ich sagen, die Menschen. Gute Einstellung meiner. Wenn das weiter so geht, dann habe ich mein ganzes teuer verdientes Geld nur noch rausgeworfen für irgendwelche Reisen. Fertigkeiten. Wo haben wir denn die jetzt her? Ach, Diplomatie. Da habe ich mich ja gar nicht drum gekümmert. 5% mehr Erfahrungsgewinn. Okay, dann werden wir Chefdiplomat. Ich kann das ab. So, gut. Geld haben wir. Material haben wir auch alles. Dann lasst uns nach Hause und den Marktstand aufbauen. Quatsch, Marktstand, so weit sind wir ja noch gar nicht. Alter. Bin ich völlig raus. Die Bauhütte. Und? Was haben wir denn noch gehabt? Stall, Pferd, Kuhstall. Mal Bienenstock. Naja, fehlt nicht mehr viel. Marktstand. Na, darauf bin ich ja gespannt. Wo kommt ihr überhaupt hin? Dienstleistungsgebäude, Arbeiter, die hier beschäftigt sind, verkaufen ausgewählte Gegenstände und liefern Münzen. Es kann immer nur eine Art von Gegenständen verkauft werden. Okay. Wie viele Marktstände soll ich denn da bauen? Vor allem, wie groß ist denn das? Und wer soll das kaufen? Wir fahren erstmal nach Hause. Entschuldigung, ich bin ein bisschen betrunken. Ich brauche eine Mitfahrgelegenheit nach Pistovia. Dann mal los. Zack. Als würde keine Zeit vergehen, oder? Mitternacht, das muss ja doch noch nach Hause. Nee, komm, wir schlafen hier. Ich muss jetzt nicht unbedingt nachts noch nach Hause. Ups. Entschuldigung, ich bin ein bisschen mit leichtem Seegang und so. Ah, hier ist aber. Komm. Pferdchen geht's gut, das ist bei seinen Kumpels. Und zack rein. Feuer an, mit wenigstens warm wird. Doktor, der ist nie da. Bis zum nächsten Tag. Ja. Super, Fackel aus. Schmutzig sind wir auch. Kann ich mich hier waschen? Ich würde aber so gern. Na gut. So, dann haben wir ja alle Aufgaben erledigt, würde ich sagen. Nächste Jahreszeit ist bald. Wölfe müssen wir noch jagen. Oh Gott, Wölfe. Mal wieder die Taschen voll. Gibt's hier noch was? Was mich so wundert ist, schaut euch das mal an. Ist das nicht eine tolle Aussicht? Das, hier wäscht sich jemand. Ich möchte mich auch waschen. Hallo? Ja, du hast zwar kein Geld mehr, aber ich bezahle dich. Wasch mich. Und die hat die Tränke. Ausdauertränke, guckt mal da. Gib die mal alle her. Hast du sonst noch irgendwas? Gewichtstränke, na gut, mit Gewicht, das kriegen wir hin. Gesundheitstrank. Ja, wenn ich jetzt gegen Wölfe kämpfe, könnte es mal böse werden. Blattmacher, ja, Tarn, ein Trank wird am Kräutertisch, lässt Wildtiere für eine Weile friedlich werden, kann getrunken werden. Na, das ist doch genau das, was ich brauche. Guck mal da, zack. Ja. Aber sowas, ich bleib und überhaupt. So. Na dann. Auf zur Wolfsjagd. Die Frage ist, wo wohnen denn hier die Wölfe? Bei Rotkäppchen vielleicht? Wölfe, Füchse? Wolf. Sehen in der Liste nicht? Ach, ganz da oben. Hasen. Füchse.
sind auch jedes Mal woanders, oder? Keine Wölfe mehr auf der Karte. Ist die Wolfsjahreszeit um? Da! Das sind wieder die Büffels. Na dann, los, komm. Pferdchen, kommst du hinterher? Die Stimmung ist so herrlich. Das gefällt mir so richtig. So, wir wollten ja zu der Wölfe, also markiere ich die am besten mal. Zu welchen Wölfen gehen wir denn? Wildschweine. Schauen wir da. Pferdchen, geht's gut. Nimm mal deinen Bogen raus. Pfeile hast du noch. Überladen bist du diesmal nicht, nur ein bisschen schmutzig. So. Hol ich mir jetzt den Ausdauertrank. Wird ja eine Weile halten. So, Ausdauertrank. Zack. Und den Tarntrank. Komm, los. Geräusch ist so einzig. Na dann. Dass ich dann gleich noch von den Büffeln angefallen werde. Oh. Headshot. Wenigstens den Pfeil her. Was zum Thema, die sehen mich nicht. Habe ich diesmal genug Ausdauer? Der Wecker ran vor mir, ich krieg doch. Da ähnt sie viel. Da. Ja, hier. Ich werde noch zum Profijäger. Aber irgendwie der Trank scheint nicht zu funktionieren, oder? Gib her. Wie viel brauchen wir? 4, ne? Also brauchen wir noch 2. Da. Greift mich mal an, los. Habt ihr nun davon? Blöden Wölfe. Mein Pfeil. Ja. Na gut. Wir wollen ja nicht so mit Lebewesen umgehen, dass man, wenn wir sie schon jagen, dass wir sie nicht jetzt auch wirklich ausnehmen. Es fehlen immer die blöden Stöcke. Habe ich immer tonnenweise Stöcke im Inventar. Heil. Weg. So, Messer. Gleich bin ich wieder überladen. Da kommt die Büffel und machen mich platt. So. Also der Tarntrank ist schon mal irgendwie nichts. Ist nicht das, was ich mir hätte drunter vorgestellt.
Teil. Ja. Noch einer. Ich habe einen Hase erschossen. Ich wollte doch einen Wolf treffen. Ey, das wird immer verrückter hier. Ja. Irgendwo muss da hier noch, entweder liegt noch ein Wolfskadaver rum oder ein Pfeil, was hier rumliegen müsste. Da. Es ist ein Schlachtfest heute. Naja. Aber sehen wir mal, so viel Action haben wir lange nicht mehr gehabt. Oh, vielleicht sehen wir von hier oben ein bisschen mehr. Nö. Wir hatten uns doch der Erste angegriffen, oder? Was sehe ich irgendwo? Ah, da. Erforderliches Messer. Jetzt baue ich mir ein Messer. Und ist er despawned. Vor unseren Augen. Was? Keine Ahnung, warum unsere Jäger da so ewig brauchen, um ein bisschen Zeug zu sammeln. Ich mache das hier im... Jetzt fehlen wieder Stöcke. Ich krieg doch... Los heute. Ich habe schon ein Messer gehabt. Wird man ja ganz irre dabei. Ja. Erledigt. Ja, waren es ja nicht, oder? Ich sehe nichts mehr. Wie müssen wir den die wieder noch bringen? Lass mich raten, der waren. Tagebuch. Wölfe unter uns. Ich mit der Bahn. Na dann, ab in die Stadt. Wir haben eine richtige Richtung. Ja, hier ist unser Lager. Und ihr blöden Tiere, lasst mich jetzt alle in Ruhe. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Weil die Jagdaufträge werden immer wilder. Aber, naja, es ist halt ein bisschen Action. Und das war jetzt Tier-Action genug, würde ich sagen. Immerhin Wildschweine, Wölfe und Dachse. Pferdchen, du kannst schon mal herkommen. Der Mann, guck. Ich kann das Material noch nicht mal jemanden hier verscharren. Bei diesen alle armen wie Kirschenmäuse. Hast du noch Geld? Have a nice day. Ja, Entschuldigung, hast du noch Geld? Hail, friend. Ja, ein bisschen. Und da? Da. Was sonst noch? Pelz. Zack. Die kannst du haben. Balkon aus Ton. Ja, raus damit. Weinflasche raus. Was sonst hier noch irgendwas jetzt eingesammelt? Ach, das alles an Fleisch und Pelz für die vielen Tiere? Ist ja eigentlich schon. Whatever you need, I got it. See you soon. Ja, ja, ich weiß. Hier bleib mal stehen. How are you? Die Wölfe werden kein Problem mehr sein. Lass mich wissen, sollten sie zurückkommen. So. Irgendwie. Mit den Schatten hat auch mal besser geklappt. Die schweben also in der Luft. Ich habe nichts umgestellt. Aber ich kann ja mal kurz gucken. So, jetzt klappt das wieder besser. Ja? Und weil ich habe nichts umgestellt dran. Bestimmt das. Also das letzte Update hat bestimmt so einiges verhauen. Ich glaube, da müssen die Leute von RenderCube nochmal extrem ran. Hallöchen. Itziblut. Was? Itzbalut. Die Namen. So.
Gut, auf nach Hause. Wir haben noch einen Marktstand. So. Ich flitze nach Hause und wir sehen uns dann morgen hier in alter Frische. Also nicht hier, sondern zu Hause. Und dann schauen wir mal, ob wir noch einen Marktstand aufgebaut kriegen. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Den Rest klären wir morgen. Also, in diesem Sinne, bis morgen. Danke fürs Dabeisein. Tschüssikowski und bye bye.